Hallo zusammen, ich bin Fadi von Fernaschi die Welt und heute werde ich auf ein paar TikTok-Videos reagieren, weil wir haben uns ein paar richtig coole ausgesucht, die es in der TikTok-Welt gibt und wir werden uns jetzt ein paar anschauen. Vergesst nicht, bei uns ein Abo zu hinterlassen und lasst uns loslegen. So, lasst uns das erste Video anschauen. Du hast immer Coca-Cola Clear. Betten wir Coca-Cola Clear. Ist von Mr. Cheetah. Was als nächstes? Das ist richtig cool. Das hatten wir tatsächlich in unserer Japan-Box. Durchsichtige Coca-Cola, einer der geilsten Produkte überhaupt. Das war einfach durchsichtige Cola, die einfach ja, nach Cola schmeckt, obwohl es einfach so ungewohnt ist. Also richtig geiles Ding. Ich lasse es nochmal abspielen. Betten wir. Was schön war. Coca-Cola Clear Lime. Bitteschön. Was als nächstes? So, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Okay, Japan. Das sieht mir japanisch aus. Japanisch einkaufen. Okay, das sind japanische Süßigkeiten, das sehe ich schon. Das sind so Do-It-Yourself-Kits. In Japan ist es ja einfach berühmt, dass die irgendwie so Süßigkeiten selber bauen, hier und da. Und das ist echt richtig cool und verrückt. So ein japanisches Gericht als Candy. Porky, richtig geil. Mikado-Stäbchen gibt es bei uns nur in der Schokolade. Aber in Japan gibt es 5 Millionen verschiedene Sorten wie Ding. Und natürlich Hello Kitty Candy. Hatten wir auch in der letzten Japan-Box. War ein großes Highlight bei unseren Kunden. Genau, was haben wir noch? Poco Poco Fisch heißt das eine Ding. Das sind so Waffeln mit Erdbeergeschmack. Und boah, da kriegt man gerade Hunger und wird am liebsten gerade naschen. Boah, das ist echt eine coole Auswahl. Ich glaube, das war's. So, gehen wir zum nächsten Video. Vernudelt. Ein klassischer, das ist koreanisch. Das ist nicht japanisch, das ist koreanisch. Okay. Oh, sag mal, hinterlass mal gerne einen Kommentar da. Wer wäre jetzt gerne da und würde sich einfach einen kompletten Korb da mal füllen? Verrückt. Richtig cool. Da kriegt man echt richtig Bock drauf. Alles pink. Boah, das ist, ich glaube, Matcha oder irgendwie so ein japanischer Foodborn. Ey, würde das jemand einer von euch gerne mal probieren? Ich find's cool. Also ich bin nicht ein großer Matcha-Fan, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Zumindest das erste jetzt hier so, das ist so eklig schleimig. Ich würde es aus dem Grund gerne mal probieren. Würde mich echt interessieren, ob das schmeckt. Matcha from Japan steht da. Okay. Was ist denn das? Where did you have the first mochi donut? Mochi donut? Ja, dass es echt in Japan erfunden wurde, kann ich mir echt gut vorstellen, weil Mochi ist halt so typisch japanisch. So Mochi ist der Grüntee, falls ihr das nicht wisst. Und ja, so ein Mochi Donut, oh, ich weiß nicht. Findet ihr das geil? Ich finde, das sieht nicht so lecker aus. Aber ich glaube, in Deutschland mögen wir eh nicht so Mochi oder beziehungsweise grüner Tee. Das ist so, Mochi. Mochi ist, Matcha ist grüner Tee. Mochi ist das so eine Art, eine Süßigkeit. Aber ist halt so, hat auch eine komische Konsistenz. Ich glaube, wir in Deutschland mögen das nicht so. Flaming Hot Cheetos Sushi. So jetzt zunächst, okay. And they had these, Cheetos, I really to try them out. What the fuck? I made myself a little spread at home. They're actually not that spicy, but it is a little bit on the heavier side. Hey, gibt's das fertig zu kaufen, oder? Would you try it? Flaming Hot Cheetos Sushi. So I went to my local supermarket and they had. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, das ist in den USA, so wie es aussieht, wenn ich es von Verpackung richtig erkenne. Und Sushi, was einfach richtig geil ist und dann noch mit den geilsten Chips überhaupt, Cheetos. Ey, das ist verrückt. Das ist echt richtig, richtig verrückt. Also normal, hier, man sieht es, eine normale Sushi-Roll, wahrscheinlich eine California-Roll und dann irgendwie mit Cheetos so Pulver hier. Try them out. So I bought them and made myself a little spread at home. They're actually not that spicy, but it is a little bit on the heavier side because there's avocado and cream cheese. Would you try it? Das ist bestimmt scharfe Sushi. Okay. Ich find's geil. Also es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich glaube, da würden einige Sushi-Liebhaber nicht nein sagen. So. What to say when eating in Japan? Habt ihr das gerade gesehen? Das erste, das ist ein Ramen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal probiert habt. Ramen, das ist echt ein typisch japanisches Gericht. Und sieht einfach richtig geil aus. Das ist so eine Schale mit Suppe, Nudeln drin, Schweinefleisch, Ei, alles drum und dran. Also gerade wie ihr es gesehen habt. Und es schmeckt richtig köstlich. Das ist super, super lecker. Itadakimasu. Ich kann es gar nicht mal sprechen. Itakodomasu. Oishi. Okawari kudasai.
ご飯おかわりください。結構です。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。Ich finde Japanisch ist immer so eine schwierige, zumindest sieht es sehr, sehr schwierig aus. Also mit den Schriftzeichen und so. Richtig verrückt. What to say when? A Day in Tokyo. Ah, da bin ich gespannt. Also, hinterlasst gerne mal einen Kommentar da, ob ihr schon mal in Tokio wart oder in Japan. Ist bestimmt richtig spannend. Und da bin ich gespannt, wie es da ist, eigentlich in Japan so einen Tag einfach zu verbringen oder wie es da einfach aussieht. Typisch Anime, ich meine, das könnte ja nicht typisch japanischer sein, also das Anime überall. Richtig geile Süßigkeiten und Barbecue. Das ist spät. Aber das ist halt typisch Japan, alles. Das ist halt so ein bisschen so Vorurteile, was einfach stimmt. Osaka in Japan, okay? Aber es sieht echt richtig cool aus. Was machen die denn da? Okay, da ist eine komplette Gruppe voller junger Männer, die da einfach am Rennen ist. Aber es sieht richtig cool aus. Kann man gerne mal hingehen. Sieht zumindest richtig cool aus. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr richtig cool fandet bei den Videos. Was würdet ihr da gerne probieren oder was findet ihr verrückt? Wir lesen uns jeden Kommentar durch. Vergesst nicht, bei uns ein Abo zu hinterlassen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.